So, wir fahren nach Wuppertal. Ein kleines, verschwiegenes, heimeliges Städtchen, das auch ein bisschen für Furore gesorgt hat. Zum Beispiel durch die Wuppertaler Schwebebahn. Im 19. Jahrhundert ist diese Schwebebahn gebaut worden, oder ich glaube im 20. Jahrhundert. Und da habe ich heute einen Auftritt, mal sehen. Ich weiß gar nicht, was da für Leute sind. Das ist ein privates Unternehmen, ein privates Fest. Und ich habe mal meinen Kassettenrekorder mitgebracht und meine Playback-Kassette, weil ich selber heute ein bisschen heiser bin. Ich bin krank. Ich habe ein paar Sitzbäder gemacht gestern und ich bin ziemlich früh ins Bett gegangen. So um 5 Uhr morgens. Und um 8.30 Uhr bin ich dann geweckt worden vom Dachdecker, der über meinem Bett ein bisschen rumgehämmert hat. Aber das kann schon mal passieren. So, wir warten auf Grün. Der Kameramann Uli ist schon ganz aufgeregt, mit einem Star im Auto zu sitzen, glaube ich. Nicht wahr, Uli? So. Ja. Wir fahren mit meinem alten Peugeot, Baujahr 1978. Der Wagen ist vollgeladen mit meinen Instrumenten, eine Gitarre und Klarinette. Und jetzt haben wir wieder Rot. Ein bisschen müde noch und erschöpft, und ich versuche ein bisschen zu schlafen während der Fahrt. Oh. Kann schon mal passieren. So, jetzt sind wir hinter dem Auto vor uns, wenn man das kurz auch mal zeigen darf, wo wir sind hier. Apokalypse Now steht da drauf. Ja, das kann er haben. Das kann er haben. Wir biegen rechts in eine Straße ein. Und der Wagen fährt sich gut. Der Wagen ist ein bisschen statisch überladen, nehme ich an. Er hat die starre Hinterachse. Und wir wollen mal einen kleinen, gnadenlosen Test machen. Ich versuche mal jetzt hier auf der Anhöhe die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. 70, 80, 90, 110. 130, und ich muss jäh abbremsen. Ein kleiner Fiat Panda, der sich vor uns befindet, fährt mit der ortsüblichen Geschwindigkeit von 55 Stundenkilometern. Ich kann den Wagen gar nicht testen. Der Wagen ist meines Erachtens viel zu teuer dafür, dass man ihn nicht testen kann. Und nun geht's weiter auf der Straße mit einer amüsanten Fahrerei. Hier sitze ich hinterm Steuer. Ich sitze hier hinterm Steuer und muss jäh abbremsen. Und da war der Sicherheitsgurt der letzte Retter in der Not. Und es geht weiter. Die Strecke ist frei. Ich kann einmal richtig Gas geben. Ich habe ein Lied geschrieben für alle Frauen dieser Erde. Die schönste Frau im Leben ist meine Mutter. Schade, dass sie heute Abend nicht bei uns sein kann, denn sie ist zu Hause bei meinem Vater. Aber das ist auch ganz gut so, denn sonst wäre ich nicht auf die Welt gekommen. Es ist ein Liebeslied und es handelt natürlich von Blumen. Und der König der Liebesblume ist nun mal die Rose. Und deshalb... Kannst mal wieder ausmachen. Ah, und in die Kurve. Was muss der hinter uns denken? So macht das Autofahren Spaß. Ich bin im dritten Gang.
keiner da. Küche von der Börse in Wuppertal. Wir sehen, hier wird gearbeitet und das Essen schmeckt auch gleich. Dasselbe. Dummerweise jetzt zum durchgehenden Unterrock an. Jetzt kann ich das Hemd nicht ausziehen, dann wäre ich ja nackt. Das geht nicht. Jetzt schimmert das so ein bisschen blau durch. Ich hoffe, dass man das auf der Bühne nicht sieht. So, mal gucken, ob man hier reinkommt. Fleischfarbene Socken. Ich muss dazu sagen, dass es mir heute nicht so gut geht, gesundheitlich. Ich bin dem Herzanfall nah. Ich hoffe, dass nicht noch was passiert.